So, ein wunderschönes herzlich willkommen zurück zu Mike Test Creator Server Let's Play. Das brauche ich noch, dankeschön. Und dann, nein, genau. Das heißt, nein. Was mit dir? Das war... Genau. Ich muss mal mit meinem Herrn Kollegen tauschen. Ist ja nicht schlimm hier. Ist ja Katastrophe. So. So, ich hatte übrigens noch mal geguckt gehabt. Ich hatte bei den Notizen bei der To-Do-Datei. Da hatte ich ja eine Folge 59 irgendwie aufgeschrieben. Ich weiß wieder, also ich habe mir die Folge, deswegen hatte ich ja die Notiz gemacht gehabt, habe mir die Folge nochmal angeguckt und ja, wir hatten da damals diese eine Mine da, wo wir die diverse Nierenkatzen gefunden hatten. Da hatten wir auch in der Nähe von der einen Nierenkatze sehr viel Zink gefunden und genau darauf spielt halt die Notiz an. Ist mir nämlich aufgefallen, als ich, wie gesagt, die Videos nochmal durchgeguckt habe. Das heißt, wir werden nochmal in die, glaube ich, die erste große Höhle, wo wir drinne waren, hinabsteigen. Die erste, die wir auch so groß ausgeleuchtet haben, wie gesagt, wo wir auch die Nierenkatze gefunden haben. Da werden wir mal hingehen und dann werden wir uns mal ein bisschen Zink abholen. Also, ja, Zink halt. Was? Das hier, das Zeug. Weil da haben wir immer ein bisschen Mangelerscheinung. Genauso werden wir immer noch mal ein bisschen weiter absteigen und noch mal ein bisschen eine Tour nach Sulfat machen. Da wissen wir ja auch, wo es ist. Und ja, früher oder später werden wir aber auch mal eine Tour machen, etwas weiter weg. Irgendwo in eine Richtung, wo ich definitiv noch nicht war. Das heißt, da hinten irgendwo hin. Ne, da hinten, da waren wir ja... Ne, also, da waren wir schon in der Nähe, weil da haben wir geguckt nach Ananas. Aber das war halt alles erst, nachdem ich die Technik-Mod hinzugefügt habe. Und das ist halt wichtig, dass wir quasi zum neuen Gebiet gehen, was definitiv zur Zeiten, als ich die Technik-Mod hinzugefügt habe, noch unerforscht war. Damit wir endlich mal ein bisschen Uran finden. Wohl Uran ist nicht tief, ne, wissen wir ja, irgendwie zwischen... Gott, war das... Zwischen 80 und 300 oder 80 und 400, also minus. Das heißt relativ nah an der Oberfläche, aber halt, ne, genau deswegen nur an Orten, wo wir halt da noch nicht waren. Ich würde mal sagen, wir legen einfach mal direkt los mit Zink. Werkzeuge sind da hier unten. Wir brauchen auf jeden Fall eine Axt. Wir brauchen auf jeden Fall, naja, eine Schippe, wenn wir auf Geröll treffen. Warum habe ich das hier dabei? Weg damit. Wir brauchen Fernglas, mehr oder weniger, keine Ahnung. Brauchen wir noch was? Ja, eine Waffe, falls wir auf, ne, ist ja Höhle und so. Und wenn wir auf Lava treffen sollten, sollte eigentlich reichen. Brauchen wir bloß noch ein bisschen Nahrung und dann und dann sieht die Sache auch schon ganz gut aus. Hier, genau. So, oha. Ja, da fällt die Auswahl sehr leicht. Dann nehmen wir einfach mal so ein Ding hier mit. Da haben wir definitiv mehr als genug von. Beziehungsweise wir nehmen einfach mal so ein Ding hier mit. Und machen direkt nochmal hier einen Gang durch den Garten. Und dann, ja, würde ich mal sagen, ab in die Höhle des Löwen. Yay! Ich weiß jetzt nicht mehr, wie tief die erste Mine war. Aber die müsste ja irgendwas bei um die 1000... Nein, Quatsch. Doch, oder?
Gute Frage. Ich weiß nur noch ungefähr, wie der Eingang aussah. Das war ja da, wo wir uns so einen langen Weg gebaut haben. Aber, die Frage ist, finden wir den jetzt hier so auf die Schnelle oder eher, oder gehen wir einfach dran vorbei? Hallo? Ja, ich glaube mal, das ist hier schon alles viel zu tief. Jetzt bin ich also tatsächlich gerade genüsslich dran vorbeigegangen. Oder es ist das hier. Ah, okay, dann wird, ja, okay, wow, dann, ja doch. Stimmt, hier hat man das Ding hingebaut. Dann ist es sogar der Gang. Das ist natürlich nice. Ich dachte, diese ganzen Podeste haben wir jetzt viel weiter unten gebaut. Aber das hier sieht gut aus. Das ist hier, nämlich so ein langer Gang. Und den hatten wir ja nur einmal gebaut, und zwar bei der ersten Höhle, wo wir waren. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ein wenig Gold. Tja, leider kein Sulfat. So, ist das hier richtig? Nein, das ist gar nicht richtig. Nee, das ist nicht das, wo... Nein. Ja, das ist doch schon viel weiter unten. Ach, Kacke. Stimmt, weil der erste Gang war auch ein bisschen zerklöfter, weil da hatten wir schon auch nach links und rechts viel Kram gehabt. Weil da diverse Mineralien waren. Und hier ist ja alles noch relativ sauber, ist ja noch ein richtig schöner, sauberer Gang hier. Dann müssen wir tatsächlich doch noch mal ein bisschen weiter höher. Dann war das nämlich mit dem Podesten doch weiter unten. Wie leicht man sich irren kann. Interessant. Ah, hier war ja meine... Oder? Nee, Quatsch. Ich wollte gerade sagen, hier war meine Marble-Abbau-Mine, aber die war ja ganz weit oben. Die war ja viel weiter oben. Die war... Ich weiß nicht, war die sogar noch über der Wasserhöhle? Oh, Alter, ist... Gute Frage. Ja, da kann man bei Leiter kein Speed benutzen. Wir haben noch einen sehr weiten Weg vor uns. Oh mein Gott. Hier, okay. Ist nicht das, was ich gesucht habe. Ja, es dürfte nicht unsere Höhle sein. Auch nicht irgendwie ein Untereingang oder sowas. Gott, Alter. Ich glaube, ich bin schon echt ein bisschen zu tief gefallen. Vielleicht soll ich einfach nochmal nach oben gehen, also mit Home, und dann nochmal nach unten langsam runterfallen, normalerweise. Ach, Herr Minische. Man sieht doch nicht mal den Ausgang. Man sieht doch nicht mal den Ausgang. Gut, die Frage ist, ob man den überhaupt so sehen würde. Ich meine, die erste Mine war ja schon relativ tief, ne? Weil das muss irgendwo so bei minus... Nee, stimmt gar nicht. Eben, normalerweise bei minus 1000, aber eben, unsere erste Höhle war schon irgendwie bei minus 500 oder sowas. Deswegen ich auch ein bisschen so verwundert war. Ah,
Ja, das hier ist das. Genau, hier war es zerklüftet, deswegen haben wir es hier wieder repariert. Jawohl. Wir sind da, wir haben es geschafft. Yay. So. Und die Höhle. Hier hatten wir die ersten ganzen vielen Nyan-Katzen gefunden. Und dann waren wir hier nach rechts unterwegs. So war das. Da müsste auch ein ausgeleuchteter Pfad sein. Ja klar, fall wieder in einen Stein rein. So, unten geht's lang. Oha. Ah, genau, da ist der große Weg rum, da waren wir auch hinten und drum unterwegs. Die beiden Wege treffen da vorne aufeinander. Quasi ein T-Stück. Ach Gott, ist das alles lange her, Alter. Spätestens, das sind ja mittlerweile weit über 100 Folgen. Ach, unser Sprint. Lädt sich auch schon wieder nicht auf. Ah, doch, lädt sich auf. Sehr schön. Okay, da geht's langsam rum. So, und hinter dem Hügel müsste dann quasi direkt die Stelle zu sehen sein, wo wir damals auch diese Nyan-Katze gefunden hatten. Was ist das hier? Kein Sinn. Ach, da oben ist sogar die Mine, wo wir dann uns hochgebaggert hatten, glaube. So, dann müsste jetzt hier eigentlich das zu sehen sein. Das noch ein Hügel. Scheiße. Okay, dann halt noch ein Hügel. Ach, ein Minächen. Eigentlich hat man das Ganze damals ausgeleuchtet gelassen und nicht, die Fackel nicht wieder abgebaut. Sonst hätten wir jetzt ein kleines Problem. Aber zum Glück waren wir damals zu voll dafür. So, hier war eine Kurve. Dann müsste es jetzt hier runtergehen in ein großes Loch und. Oder war es erst nach dem Berg hier? Ah, ne, hier ist. Genau, hier geht es auch noch nicht. Also mussten wir auch noch über den Hügel hier rüber. Moment mal, wie geht's denn hier rüber? Oder sind wir durch den Tunnel durchgegangen? Gucken wir einfach mal. Ja, doch, genau, wir sind hier durchgegangen. Das hier war ja das. Und da müssen wir jetzt unten da den. Genau, da unten. Da haben wir die Nyan-Katze abgebaut. Da müssen wir jetzt auch hin, weil da ist nämlich noch Zink. Kommen wir hier runter? Nein. Wir hätten mal noch Fackeln mitnehmen können. Ich Vollidiot. Holz haben wir natürlich nicht dabei. Schade eigentlich. Also außer Baumstämme. So, auf jeden Fall, wir müssen ja da runter. Das heißt, da tut weh. Wir gehen einfach mal hier runter. So. Aua. So. Ah, siehst du? Hier schon der erste Sink. Ja, damals war uns ja hier auch was reingefallen. Daran erinnere ich mich noch. Ich weiß nur halt nicht, wie tief es runter geht. Haha.
Können wir vielleicht mal später ausleuchten. Auf jeden Fall, tada, hier ist Hink. Yay. Okay. Habe ich da einfach mal eine Fackel abgebaut. Easy. Ich bin gerade schon ein bisschen drauf und dran, hier noch ein paar Fackeln abzubauen. Dann haben wir ein paar mehr. Dankeschön. 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 Ne, sind ja eh immer überall zwei, von daher kann man da ruhig immer eine abbauen. Weil sie ein bisschen heller machen. Aha. Überall Zink, Alter. Nice. Hier sind sogar mal zwei direkt. Schönes Ding. So, okay. Ja gut, die Fackel hier ist natürlich jetzt ein bisschen blöd platziert. Sollte aufpassen, dass ich den nicht so weit nach unten baue und dann da einfach hingehe, weil unter uns dürfte eine große Höhle sein. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Licht! Danke. Okay. Gott, Alter, wie schnell immer diese Regenbogenspitzhacke kaputt geht. Ist ja Katastrophe. Oha. Guckt mal einer an. Ein netter Verwandter. Ah, gut, guck mal wieder ab hier. Obwohl, vielleicht ist das hier gar nicht mal so schlecht. Vielleicht können wir hier nach... Oh, nein, guck mal nicht. So, hier die Fackeln wieder abbauen. Genau, hier war noch ein bisschen was. Haben wir hier schon mal ein bisschen was abgebaut. Guck mal, ob hier noch ein bisschen mehr irgendwo verteilt ist, aber scheinbar sieht es hier erstmal nicht so aus. Nö. Weil Zinnig ist halt tatsächlich sehr klumpenbasiert. Das heißt also, es gibt halt immer Bereiche, wo welcher ist. So wie halt hier, ne? Hier war überall häufig welcher. Aber eben, man muss halt solche Bereiche erstmal finden. So, wir hatten uns hier damals sogar einen Weg nach oben gebaut. Na, interessant. Gut, jetzt müssen wir hier irgendwie runterkommen. Die Frage ist nur, lohnt sich das? Da wollen wir einfach mal hier ein bisschen abgucken, ob hier noch mehr ist. Jetzt habe ich gerade eine Fackel abgebaut. Das war nicht so gut. Aha, jetzt sind wir noch ein bisschen zurück. Das Problem ist halt, ich muss hier halt tierisch aufpassen, weil eben unter uns ist hier ein riesiges Loch. Oha. Da sollte ich vielleicht auch mal wieder einen Stein hinbauen. Okay, unsere Spitzhacke ist auch schon fast tot. Da würde ich mal sagen, gehen wir einfach wieder nach oben. Gut, damit haben wir hier schon mal den ganzen Zink abgebaut. Sehr gut.
Damit wäre dann die nächste Station erstmal denn. Also erstmal wieder nach Hause gehen. Bäh. Hilfe. Wo komme ich hier? Hier? Ja, hier komme ich hoch. Oder auch nicht. Hä? Ah. Hier komme ich hoch. Okay. Damit hätten wir zumindest schon mal wieder 30 mehr Zink. Sehr gut. Oder Zink, wenn man es auf Deutsch ausspricht. Auf jeden Fall halt kein Zinn, weil Zinn brauchen wir definitiv nicht, da haben wir mehr als genug. Aber Zink haben wir halt relativ wenig. Ich meine, gut, da hatten wir 80 Stück. Aber eben, das haben wir gleich direkt fast die Hälfte nochmal mehr. Aber hatten wir hier so ein schönes Lager, was wir bisher nicht gewürdigt haben. So. Damit sollte das schon mal relativ gut sein. Dann brauchen wir jetzt irgendwie nur noch irgendwann mal eine Art oder halt eine bisschen zeitnehmenderweise ein paar Folgen, um mal ein bisschen an Uran ranzukommen. Denn das brauchen wir auf jeden Fall noch. Weil wie man sieht, unsere Wasserquelle ist halt relativ armselig. Ich meine, gut, die gibt zwar ordentlich Power, aber also die gibt zumindest so viel Power, dass sie unsere Akkus aufladen kann und die geben dann halt genug Power, aber ja, ich würde halt doch schon gerne eine richtige Stromquelle haben. Ich meine, wir könnten auch gucken, diese komische Thermodinger da. Ansonsten gibt es ja auch noch Solarzellen und ist der Geier was alles. Das Problem ist halt bei Thermoanlagen, da müssten wir irgendwo Lava hinpacken und weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, damit Lava rumzuspielen. Hm. Gut, bei Solaranlagen könnten wir mal gucken, wie teuer das Zeug ist. Ich meine, im Echten braucht man ja für Solar eigentlich nur Solar ist ein Halbleiterelement, das heißt, da brauchen wir quasi einfach nur das, was man auch braucht, um halt Chips herzustellen. Und Sand und Kohle haben wir ja mehr als genug. Von daher sollte das kein Problem sein. Denn Silizium herzustellen ist nun wirklich nicht schwer. Können wir mal kurz gucken. Solarpaneele. Ach, da gibt es sogar für alle drei Stufen, genau. Wir würden dann quasi dann direkt MV-Anlagen bauen, weil MV ist ja quasi das, was wir benutzen. Achso, okay, basiert auf LV. Das heißt, wir brauchen doch erstmal LV-Anlagen, dann brauchen wir LV-Solarmodule. Okay. Dotierte Siliziumscheibe. Aha. Na gut, okay, Gold haben wir auch mehr als genug, das sollte also auch kein Problem sein. Ja, Kleber haben wir massig, Kabel haben wir, also können wir leicht wieder herstellen. Silber haben wir sowieso. Genau, das heißt, Solaranlagen wären vielleicht tatsächlich auch eine Option, weil ne, die Sachen, die wir da brauchen, haben wir eigentlich alle reichlich. Gut, hier Trafo, da brauchen wir immer massig Kupfer. Die Trafo sind halt sehr teuer. Ja. Aber gut, ich meine, bei Eisen, da haben wir, weiß nicht, 20 Stacks von oder also, ne, weit über 10 Stacks Eisen haben wir. Das sollte kein Problem sein. Von daher sind zwar die Trafos ganz schön teuer, aber wir können sie uns leisten. Sagen wir mal so. Aber ich würde halt einfach aufgrund des Spaßfaktors oder einfach aufgrund des, naja, wie sagt man, des Gribbelfaktors einfach mal irgendwo so ein Atomkraftwerk hinbauen. Aber gut, andererseits, wenn wir da halt ewig suchen müssen wegen dem Uran, ist natürlich auch ein bisschen scheiße. Ah, ist halt so ein Pro und Contra. Ist halt ein bisschen kacke.
ist schon ein bisschen kacke. Vor allem müssen wir mal bei der Solaranlage gucken, wo wir das Ding hinbauen. Ich meine, wir haben ja bei uns dieses eine Flachdach da. Ne? Wir haben ja dieses Spitzdach und angrenzend das Haus, die Räume, wo wir schlafen und die Küche quasi. Quatsch. Da, wo wir schlafen und das Bad. Das hat ja ein flaches Dach. Das heißt, das würde sich heute sehr gut dafür aneignen. Da einfach diese Solarpanel drauf zu packen, quasi als ne, so Dachanlage quasi. Ich meine, normalerweise packt man sowas auf ein schräges Dach und zwar Richtung Sonne, aber es gibt hier wahrscheinlich keine schrägen Module und ich bezweifle, dass man die Dinger irgendwo schräg platzieren kann. Von daher wäre da ein Dach, flaches Dach definitiv besser geeignet hier in Game. Müssten wir nur gucken, wo wir denn das Kabel langlegen. Vor allem eben, die Dinger brauchen relativ viel Platz. Erstmal die Solarmodule selber, ne, ist ein halber Block, der irgendwo rauf muss. Aber das Problem ist, unter die Solarpanel muss ja auch noch die ganze Verkabelung. Das heißt, wir haben dann irgendwo noch einen Block Luft. Das Ganze dann aufs Dach zu klatschen, denn ne, das ist auch irgendwie scheiße. Ach Gott. Ja, wie machen wir das am dümmsten? So gesehen macht ein Atomreaktor schon definitiv mehr Sinn. Ne? Die kann man einfach irgendwo, die kann man hinbauen, wo man möchte. Den sieht man nicht. Good question. Ah ja, wir konzentrieren uns sowieso erstmal auf unsere Bahnanlage, wo wir jetzt letztens alles vorbereitet haben. Da wäre echt die ganzen Felder verrückt. Wo wir die gesamte letzte Woche für gebraucht haben. Danke dafür. Und dann können wir mal unser kleines neues Dorf, was wir da gebaut haben, mal ein bisschen an die Bahnanlage anbinden. Ich meine, da wohnt zwar keiner, aber dieser Niemand möchte auch Bahn fahren. Aber schön, ne? Häuser, in denen keiner wohnt, Bahngleise, auf denen keine Züge fahren. Wir bauen eine Geisterstadt. Ja, genau, hier ist die Lavahöhle. Kurz darüber müsste denn die Wasserhöhle kommen. Und dann sind wir endlich an der Oberfläche. Gott, ist der Weg lang. Warum haben wir keinen Speed, ey? Ist ja schlimm. Ah, ist der Kupfer ist überall. Wir müssen sowieso mal hier den Schacht mal komplett abklopfen. Ne? Die ganzen Ressourcen, die direkt hier im Schacht drin sind, mal alle abbauen. Ich glaube mal, da haben wir sowieso schon wieder von allem mindestens 3 Stacks. Gerade von solchen Sachen wie Kupfer oder ähnliches. Kommt ja unten, gerade unten im unteren Bereich des Tunnels oder des Schachtes. Doch schon relativ häufig vor. Ach ja, da ist ein Ofen. Warum ist hier ein Ofen? Da ist Eisen. Warum ist da Eisen? Oh mein Gott. Ah, hier ist die Wasserhöhle. Yay, wir haben es fast geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich finde es immer noch witzig, dass da, wo so eine Tunnel sind, das an der Stelle hier heller ist. Das finde ich richtig. Dunkel, hell, dunkel. Da scheint die Lichtberechnung nicht ganz so... Ne? Aber das ist ja schon mal angesprochen. Übrigens steht My Test Version 5.3 in den Startlöchern. Da sind schon die ersten Release-Kandidaten draußen. Mal gucken, ob jetzt... Denn doch bald mal die Finalversion draußen ist, kann ich mal wieder ein bisschen updaten. Weil derzeit nutze ich ja 5.2 Dev. Nee, Quatsch, 5.2 Stable nutze ich gerade. Dev, klar. Und von daher, mal schauen, was die denn da für Bugs gefixt haben. So, wir sind wieder daheim. Yay. So, mal wieder die Sichtweite ein bisschen runterstellen hier. Dann kann das Sync mal da rein.
Und wir sind voll. Ah, wir haben gerade mal ein Stack jetzt. Also mehr als etwas mehr als ein Stack. Wir haben Sulfatstaub hier rumliegen. Warum das denn? Sulfat, nochmal Sulfatstaub. Ja, hier siehst du. Von Eisen haben wir tatsächlich, okay, doch nicht mehr als 10, aber immerhin fast 9. Kupfer. Kohlestaub. Chrom haben wir. Ui, wir haben mittlerweile sogar schon ein paar schöne Diamanten. Und massig Mese. Sehr schön. Ja, also langsam, ne? Wird das hier doch was. Komm, du kommst mal raus hier. Gut, hat das nicht so viel gebracht. Kann der irgendwas einfach raus? Einfach irgendwie weg oder so? Einfach sich verpissen? Ach komm, du kommst raus hier. Halt, du. So. Kommt die Spule hier mit in mein ne? Kramkiste. Ich habe hier noch ein paar Trafen. Was bist du für welche? Mittelspannungstransformatoren. Was brauche ich hierfür? Nein. Nein. Niederspannungstransformator natürlich. Laro. Und da habe ich natürlich keinen. Ja, mal schade. Okay, gut, dann reparieren wir mal als allererstes unsere Axt und dann würde ich mal sagen, machen wir mal Vollpause. Die Folge hat schon wieder gewisse Überlänge. Glaube ich, denke ich, vermute ich. Hallo? Ach da. Achso, da ist schon mal ein Werkzeug. Hämmerlein. It's Hammer Time. So, oder dann kommst du mal da rauf. Ja. Oh, ist schon fast kaputt. Nee, Schippen wollen wir nicht reparieren. Oh, Aaron joins the game. Ne, wir brauchen gerade mal ein einziges Dingsabumster und da lohnt sich das nicht. Aber bei sowas wie einer Axt oder eine Spitzhacke, da brauchen wir immerhin 3 Regenbogenblöcke, da lohnt sich das schon. Da kann man das machen. Okay, hier würde ich mal sagen, holla. Die Waldfee. Nein, hallo. So, aber wir beenden erstmal unser kleines Game. Achso, ja, Alt F4 geht nicht. Ich bin ja nicht im Fenstermodus. Und dann sehen wir uns dann gleich bald zur nächsten Folge, denn irgendwann wieder. Bis dann.